Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2023 zeige ich Ihnen eine weitere neue Option aus dem Jobtyp Kanten entgraten. Mit der neuen Funktion Filter für bestimmte Winkel zu erkennen, haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl von Kanten mit bestimmten Winkeln, die bereits am 3D-Modell CAD-technisch angebracht worden sind, zu erkennen. In vorangegangenen Versionen von SolidCAM bestand nur die Möglichkeit, mit Kanten entgraten scharfkantige Körperkanten zu erkennen und automatisch zu entgraten. Das Ganze ist hier auch einmal zu sehen. Es werden alle scharfkantigen Kanten entkernt und dann in der Registerkarte Ebenen eine Phasentiefe eingegeben und das Ganze wird dann auch automatisch bearbeitet und entgratet. Am Modell gezeichnete der 3D-Kanten konnten in vorangegangenen Versionen nicht erkannt werden. Mit SolidCAM 23 besteht nun die Möglichkeit, ich mache eine Kopie dieses Jobs. Unter Geometrie wähle ich das Ganze neu aus. Besteht nun die Möglichkeit, mit diesem Filter begrenzte Winkel für Erkennung auch 3D-Körperkanten zu erkennen. Ich stelle den Winkel mal ein von 30 bis 60 Grad und alle gezeichneten 3D-Kanten zwischen diesen Winkeln werden erkannt, wenn ich das Bauteil nun anklicke. Ich habe das Ganze mal blau eingezeichnet und wir sehen hier, gelb hervorgehoben, werden die Kanten erkannt. Ich bestätige das Ganze mit OK. Ich nutze das gleiche Werkzeug. In der Registerkarte Ebenen haben wir keine Phasentiefe, weil die gezeichnete Tiefe genutzt wird. Und danach wird das Ganze von mir gespeichert und berechnet. Wenn ich das Ganze nun simuliere, in der Volumensimulation Solid Verify, sehen wir, dass diese 3D-Kanten nun auch gefunden und entgratet werden.